Ja, hallo, ich grüße euch. Ich wollte euch mal wieder ein bisschen zeigen, was bei mir so passiert ist. Ja, ich habe als neues Lokmodell hier diese Trix Baureihe 85. Die ist momentan noch ausgerüstet mit dem Lokpilot 2. Ja, ob ich den drinnen lasse, weiß ich noch nicht so genau. Die kam jetzt die Tage erst. Da kommt wahrscheinlich noch ein neuerer Lokpilot rein. Das muss ich mir in Ruhe nochmal überlegen. Neben dieser Lok habe ich dann noch drei weitere Loks im Zulauf. Das ist einmal eine Trix, eine E75 in der Reichsbahnlackierung, dann eine Rocco, eine E03001 im Zulauf und noch eine Fleischmann 103. Wie gesagt, die sind alle noch nicht da. Wenn die kommen, gibt es da Videos zu, wenn die umgebaut werden. In den letzten Tagen habe ich dann jetzt hier nochmal umgebaut, diesen Rocco. Waron den blauen und dazu passend den grünen. Das sind zwei Modelle exakt 1 zu 87. Die hatte ich mir vor längerem mal gekauft. Ja, und dann habe ich noch die letzten Tage beleuchtet und mit Püppchen ausgestattet meinen TUI Ferien Express. Ja, das ist ein etwas längerer Zug. Wie ihr seht, der läuft da hinten rum. Geht da weiter. Geht da immer noch weiter. Geht da immer noch weiter. Ja, und da hört er auf. Ja, der ist heute fertig geworden, wie gesagt, mit Licht und Püppchen, alles komplett ausgerüstet. Ja, und den schicke ich jetzt mal eine Runde auf die Bahn, dann können wir uns das mal anschauen. Vor dem TUI Ferien Express habe ich jetzt hier mal die Roco Ludmilla. Ich weiß, das ist nicht typengerecht, aber die hat wenigstens genug Power, um diesen schönen langen Zug zu ziehen. Ja, dann werde ich den jetzt mal auf die Strecke schicken.
Ja, das soll es dann gewesen sein mit der kleinen Vorstellung des TUI Ferien Express. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis demnächst und tschüss.